Du weißt nicht, wofür Q10 2014 steht? Q10 2014 ist das Item von einem Lexem bei Wikidata. Du weißt nicht, was Wikidata ist? Wikidata ist Wikipedia für Maschinen. Das Wort Hyperlink bei Wikipedia wird bei Wikidata mit Q10 2014 referenziert. Ist doch ganz einfach, oder? Welcome to the German speaking part of Europe. Naja, also ich habe selbst vor 20 Jahren meinen ersten kleinen Edit bei Wikipedia gemacht. In der deutschsprachigen Wikipedia dann mit einem eigenen Account im April 2005. Das Lemma Vlog habe ich angefangen. Ein Neologismus, ein Kofferwort, Video und Bloggen ist Vloggen. Das war die Faszination. Ich kann natürlich schon in meinem eigenen Zettelkasten, in meinem eigenen Blog meine eigene Definition machen, mein Glossar, meine Privatsprache definieren. Aber interessant wird es, wenn ich dies alles aussetze und anderen meine Notizen nicht nur offen zugänglich zeige, sondern ihnen ermögliche, dass sie ganz frei editieren, verändern, erweitern, ergänzen können. Exponentielles Wachstum, das ganze von Menschen tradierte Wissen wurde innerhalb von 7 Jahren zusammengetragen, eben weil anyone can edit. Die ganz wichtigen Leute sagen dann, das kann ja bloß schlecht werden. Das Blöde war bereits 2006 oder 2007 kamen empirische Studien. Wikipedia ist mindestens so gut wie Brockhaus und Co. Für uns damals war also wichtig, Wikipedia is not Paper. Wir haben keinen Redaktionsschluss, wir haben keine Platzbeschränkungen, auch das, was keine Zeitung, kein Radio und kein Fernseher, Sender wichtig findet, kann für mich extrem relevant sein und immer so weiter. In den zweiten 10 Jahren von Wikipedia wurde immer deutlicher, wenn du Fake News erkennen willst, musst du halt einfach in die Versionsgeschichte gehen von Wikipedia und wer Wikipedia hasst, war von Beginn weg klar. Ich habe sie in einem Artikel für die NZZ die Dickhäuter genannt. Seit 2012 gibt es Wikidata. Natürlich auch Maschinen können. Hey, denk doch zum Beispiel an Google Maps, wenn du auf einer Reise bist. Da schreiben ja nicht Leute, Menschen rein, wo Stau ist und wo du durchfahren könntest, gell? Na, die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, darum geht's. Im Namen des Herrgotts der Mutter und des heiligen Zorns geht hinein. Unruhe! Tschüss, Dickhäuter!